schönen Morgen, Leute, aus Köln. Ich bin gerade mit Karl unterwegs. Wir wollen uns ruhig hin, denn gestern war noch ein relativ langer Abend. Wir waren noch bei Regis Geburtstag und sind echt erst um 4 zu Hause gewesen. Und da war sogar noch viel los, ne? Das stimmt. Es war nicht schlecht, Remi, ja? Oder wie findest du Regis Party? Ja, ich meine, es gab ja was zu trinken, dann war es okay. Ja, gut. Bei mir hat die Party auch gut gefallen, muss ich schon sagen. Es waren einfach auch so viele Leute da, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Sogar Ju war ja noch da. Aber Highlight war natürlich ein bisschen, als Emra und Abda angefangen haben zu singen. Aber naja, heute sind wir dann aufgewacht und es hat geschneit. Und wir so, wow, krasses Schneiden. Jetzt gehen wir raus. Und so sieht das aus, Leute. Einfach nur Regen. Das ist also ein bisschen der Nachteil, wenn du in der Großstadt lebst. Niemals bleibt hier Schnee liegen. Aber dafür gibt es Brüche. Hier mit Sesam, eins mit Mo. Einen schönen Sonntag. Danke, ebenso. Einer der Nachteile der Party ist auch, dass man gar nicht mehr richtig sprechen kann jetzt, ne? Ja, man musste die ganze Nacht so laut schreien. Das reicht. Man konnte ja nicht rausgehen, weil es war so unendlich kalt. Aber naja, darüber müssen wir jetzt weg. Wir müssen ja nicht miteinander. Ja, genau. Eigentlich auch noch ganz gute Sache so rein, Leute. Wir frühstücken jetzt und dann sehen wir uns gleich im UFO wieder. So Leute, ich bin im UFO und schau mal, wer da ist. Selbst am Sonntag ist der Hausmeister am Start. Na, wie geht's dir? Oh, ist das nicht Zufall? Ne? So siehst du normalerweise aus hier. Was machst du hier? Ja, wir haben jetzt gerade gegessen. Ach, der hat alles hier. Na gut, aber Rauen sind immer noch besser. Was gut, schönen Abend dir noch. Bye bye, schönen Tag noch. Ja, witzig, Leute. Ich bin der Hausmeister und der Darius. Ich habe zum ersten Mal so privat sozusagen getroffen. So. Und hier im UFO ist Licht an. Ist jemand da? Leon ist da. Ist gut? Sehr gut. So, jetzt habe ich durch die unerwartete Begegnung mit Darius glatt das vergessen, was ich mitgenommen habe. Aber ich habe da was im Kofferraum, das muss ich gleich holen. Aber erstmal muss ich schneiden und vielleicht mache ich erstmal den Livestream. Aber wir sehen uns gleich auf jeden Fall wieder und dann hole ich das aus dem Kofferraum. Okay, Leute, es ist sehr viel passiert. Ich habe ordentlich geschnitten, ich habe Craft Attack gestreamt und ich habe Craft Attack aufgenommen. Und ihr wisst nicht, also ihr wisst ja, Revi hat ein bisschen Aggressionsprobleme, aber in Minecraft, das ist nicht mehr normal, was hier gerade passiert ist. Weil ich habe den Livestream ja oder die Folgen gesehen, falls nicht, schon auf dem Gaming-Kanal vorbei. Aber ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich weiß gar nicht, ob er noch hier ist. Ich gucke mal. Bist du noch sauer, oder? Hä? Bist du noch sauer? Ja, ich muss mich hier gerade konzentrieren. Das ist eine scheiß Arbeit. Nicht, dass dir irgendjemand kaputt macht, ne? Also, ich würde es nur gesagt haben. Felix. Ja? Wirklich. Weil, was sonst? Hau ab. Gehen Sie bitte! Ja, ihr kennt Remi. Der Junge kann sehr viel austeilen, aber einstecken ist nicht ganz sein Ding, glaube ich. Und das muss der heute mal ein bisschen. Aber gut, Leute, eigentlich wollte ich gar nicht hier weiter drauf eingehen. Ich habe ja gesagt, ich habe extra was mitgebracht. Und das ist immer noch unten im Auto, deswegen hatten wir uns hier mal gerade kurz die Schlüssel. Hol das mal ganz fix. Und was ist hier los? Ach, Leute. Guten Tag. Philipp ist da, Leon ist da, Mo ist auch noch am Start. Aber Jungs, hat einer von euch Zeit, mir kurz zu helfen? Ich muss was hochholen und ich muss was anbringen. Ja, komm. Also ich weiß nicht, was im Paket drin ist. Ich hoffe, es ist das, was ich denke. Ja, oh. Ja. Ach, du hast sogar... Hä, warte, hast du ein neues Objektiv drauf? Ja. Digga! Boah, zeig mal her! Wie cool ist das denn? Boah, jetzt bin ich... Ja, boah, krass. Hey, Leute! Ich bin am Ausprobieren mit dem Objektiv. Ich weiß nicht, was ich behalte. Aber ich finde es bisher ziemlich nice. Aber es ist halt auch ziemlich schwer im Vergleich zum Arzt, was ich vorher hatte. So. Was hast du denn hier? Tada, tada, tada. Ach, hat das was mit deinem Kalender zu tun? Ah, nee, hat nichts mit dem Kalender zu tun. Das ist im Adventskalender. Ich verschenke hier was an den Zuschauer, aber das hier ist ein Geschenk von einem Zuschauer für mich. Ach was. Und zwar, lasst euch nicht davon irritieren, dass hier bei Microsoft draufsteht. Die haben damit eigentlich nichts zu tun, aber das Ganze wurde uns beim Xbox-Event, hat ein Zuschauer mir das geschenkt und ich konnte das nicht ins Flugzeug nehmen. Und deswegen haben die von Xbox, die Maxi, gesagt, die schicken mir es einfach zu. Und das hat tatsächlich irgendwie einen Monat gedauert, aber sie haben es zugeschickt. Mega nett. Jetzt ist hier und... Scheiße, wir können die Tür nicht hoch. Du bist hier lang. Aha, RIP. Aber beziehungsweise ich hoffe, das ist das, was hier drin ist, aber wir schauen mal oben, ob es da ist. Okay. Mal mit, für ein besseres Licht bei mir. Ballen wir das hier mal am Boden. Besser. So. Ich glaube, es ist das, was ich denke. Alter, die haben das ultra gut verpackt. Die haben es wahrscheinlich einen Monat lang nicht gut eingepackt. Ja, wahrscheinlich. Geil.
Ja, das ist das echt cool. Alter, das ist mega. Das ist cool. Richtig cool. Oh, das Beste ist ja hier in der Ecke. Ach krass, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Übelst cool, ey. Oh, voll cool gemacht, oder? Das ist auch noch ein beleuchtetes Schild. Okay. Und da haben wir es, Leute. Das ist nämlich hier unser neues UFO-Schild. Hier auch noch mit Creators dran. Und natürlich hier ein fetter Creator selbst. Unser UFO-Emoji sozusagen ist hier fett in der Ecke. Das fette Teil hier hat uns dieser Junge hier gebastelt. Schaut mal hier, was wir hier noch bekommen haben. Nathanael hat uns hier was mitgebracht für das UFO. Und zwar, was hast du hier gemacht? Es ist ein Eingangsschild. Ein Eingangsschild fürs UFO. Genau. Und also es ist beleuchtet von hinten. Ist hier so ein LED-Band. Ja. Und da ist ein Hintergrund beleuchtet. Also ein mega nice beleuchtetes Schild fürs UFO hat er uns hier mitgebracht. Die Frage ist so, wie wir es nach Hause bekommen, weil wir fliegen jetzt. Vielen, vielen Dank nochmal. Beleuchtet eben auch. Wir müssen jetzt nur gucken, wie wir das Ganze an die Wand bringen. Und Strom funktioniert irgendwie hiermit. So, das da, Fernbedienung, verschiedene Farben. Wir machen natürlich lila an, also als offizielle UFO-Farbe. Okay. Ja, wie würdest du sagen, Leon, bringen wir das hier mal an die Wand? Oder Philipp, hast du eine an Idee? An welche Wand willst du es denn aber auch bringen? Ich will es, glaube ich, hier vorne, weil da ist eine Steckdose. Wir können mal gucken. Das ist auch voll fest zwischen den Lampen und da ist eine Steckdose. Ja, also hier ist eine Option. Das Einzige, was dagegen spricht, ist, ihr habt schon einen anderen Plan dafür, für die Wand. Ach, for real? Ja, ihr habt schon einen anderen Plan für die Wand. Hier über den Fernseher würde gehen, weißt du, so. Stell dir das so vor und dann leuchtet es noch lila. Ich glaube, es könnte auch schon ganz fett aussehen. Ja, das könnte auch ganz gut. Das würde zu den anderen passen irgendwie, ne? Und im Flur, wenn wir mal Licht anmachen, gibt es halt eigentlich nirgendwo eine Steckdose, wenn ihr euch umguckt. Hier ist wirklich nirgendwo keine einzige Steckdose außer ganz in der Ecke bei Izzy. Und hier ist eine Steckdose. Genau, hier unten. Das heißt, wir könnten es vielleicht so, weil ich will, dass vom Eingang aus gut zu sehen ist, weil es ja eigentlich so eine Art Eingangsschild. Wenn wir es vielleicht hier anbringen, ah, das ist das doof, weil das hier um die Ecke nicht mehr zu sehen ist. Da wäre aber cool. Ja, so, also das war meine Idee. Aber richtig schön in der Mitte, dann macht es sich eigentlich gar nicht schlecht. Oder? Philipp, geh mal zum Eingang so, zur Eingangstür und dann so. Ganz klassisches Reinkommen. Hallo, Freunde! Ja, ist gut. Kann man, ja, hier gibt's ein neues Schild hier. Oh, hey. Würde ich sagen, machen wir das hier, weil das die Wand hier ist hier mal, das passt auch von der Breite her perfekt hier hin. Wir müssen nur gucken, wie wir es anbringen, weil hier ist ja nichts dran zum Anbringen, ne? Müssen wir noch mal gucken, wie wir den Strom hier anschließen. Ja, das Teil habe ich für den Strom. Ja. Ich hätte gedacht, dass da irgendwas dran war, aber ist gar nichts dran. Also, hier, guck mal, wie das gebaut ist. So, kann man das hier dann aufhängen? Hält das so? Nee, wenn du brauchst, okay, so. Du musst nur Nägel reinhauen. Vielleicht so 4-5 Stück und dann so ran. Okay, wir müssen Nägel finden. Glaubst du, Revi hat noch welche? Könnte sein, lass mal gucken. Der nimmt mich auf, ein bisschen leise reinschleichen, weil Revi ist gar nicht gut auf mich zu sprechen, Mann. Wieso, was hast du gemacht? Ich hab ihn getötet in Minecraft. Wer ist gerade in meinem Zimmer? Raus! Meine Fresse, ich kann hier nicht mehr arbeiten. So, dann würde ich sagen, Leute, gehen wir mal hier. Das ist komplett unmöglich, gerade hier in Minecraft, Leute. Unterdrückt worden von den Entwicklern. Ja, und Leute, das würde ich echt sehen. Okay, immerhin haben wir einen Hammer jetzt schon mal. Ich glaube, Revi hat eh keine Nägel. Wir haben doch noch eine kleine Selektion an Nägeln hier im UFO gefunden bei unserem netten Mitbewohner Izzy. Wir hauen jetzt einfach mehrere Nägel in die Wand rein und dann kann das hier dran halten, an diesem Teil. Ich glaube, das ist schon dafür vorgesehen. Ich drehe es mal um, dass ihr es sehen könnt. Ich glaube, das hat er extra so gebaut, dass man das hier so tragen kann, sozusagen. Och, Junge, die Nägel! Hast du das gemacht, Felix? Nein, er hat einen Zuschauer uns geschenkt. Das ist nice. Ja! Hätte ich jetzt gesagt, hätte ich das gemacht, dann hättest du gesagt, scheiße. Nee, weil ich war überrascht, wie gut es aussieht tatsächlich. Und woher kommt das? Hier vorne. Revi, das ist ein Zeichen für unsere Freundschaft. Das ist zwischen unseren beiden Zimmern. Vielleicht muss ich mich übergeben. Ja, schön, dass ich hier war. Ciao. Tschüss, mach's gut. So, hier kommt Zins. Tschüss. Ciao. Ciao. Wir machen jetzt Redneck-Methode. Redneck-Methode, alles klar. Einfach, wir brauchen kein, das könnte eh schief sein und hier in UFO ist eh alles schief. Wir machen jetzt einfach ungefähr so. So lang ist das. Also ungefähr so soll es sein. Links und rechts können wir ein bisschen feintunen schon, wenn es hängt. Das heißt, es muss jetzt nur ungefähr hier so. Ungefähr hier. Das ist es. Ein Werk mit Fix von der Laden. So, das müssen wir jetzt ungefähr gerade halten, ganz wichtig. Ohne Wasserwaage. Dafür bist du eigentlich das gerade? Ja, rechts bis runter noch. So? Ja, doch. Also sieht gerade aus. Durch die Kamera sieht es gerade aus. Mal sagen wir hier so einen Strich hin. Ja, machen wir. Das ist nämlich der Bleistift für Arme. Und man sieht ihn. Hä? Oder? Man Echt? Sieht den. Ja, ja. Entweder habe ich schlechte Augen. Doch, oder? Doch, den sieht man hier. Ah ja, doch, sieht man. Hier ist der Strich. Hier nageln wir jetzt alles einfach mal, ballern wir mal rein. It's Hammer Time, Leute. Perfekt! Okay, das ist absolut keine Gradlinie. Aber ich glaube, es erfüllt den Zweck. Wir können auch noch feintunen. Ich packe es jetzt mal hier ran. Hier drunter klemmen wir das Ganze jetzt sozusagen. Mal schauen. Und das ist der Moment der Wahrheit. Oh. Zack, ein. Ich würde sagen. Sehr gut. Ist richtig gut, oder? Ist top. Es sieht auch gerade aus. Guck mal, das hat ja so eine Kurve drin, deswegen kann man eh nicht schwer sagen. Ja, stimmt. Aber ich würde sagen.
ist top. Das sieht echt top aus. Also richtig geil aus. Ja. Nice, wir müssen nur das Licht davon anbekommen. Und dafür haben wir die Kabel hier einmal. Die müssen wir natürlich irgendwie noch verstecken. Aber jetzt für den Moment zur Demonstration machen wir es einfach mal so. Wo musst du es überhaupt reinstecken? Ja, ich tue es nochmal, ich nehme es nochmal ab. Guck mal, das hier müssen wir irgendwo festmachen. Das ist ja voll dick. Ich lass einfach mal runterhängen. Mal gucken, wie weit das hängt. Das ist ein bisschen eine Redneck-Lösung. Das haben wir jetzt alle erkannt. Also es hält. Ich weiß nicht wie lange, aber es hält. Jetzt im Moment der Wahrheit. Oh. Also da leuchtet nichts. Ja, du musst bestimmt mit der Fernbedienung das anmachen, schalten, ne? Ey, hier kommt Licht hier im Strom durch. Mal gucken, die Fernbedienung. Gucken wir mal. Oh! Oh, nice! Direkt auf Lila. Alter, das sieht richtig geil aus. Das sieht echt mega nice aus. Mega, Alter. Übel geil, ey. Viel besser als ich dachte. So richtig, als du der Moment. Bam! Das sieht richtig cool aus. Alter, guck mal hierher, guck mal her. Mo, was sagst du, ha? Schon geil. Ich finde auch, oder? Ja. Damn! Ja, eben. Holy shit, sieht richtig gut aus. Wir müssen nur das Kabel irgendwie noch ein bisschen besser verstecken. Also, heute Abend kriegen wir es nicht mehr hin zu verstecken, aber ich glaube, wenn wir im UFO das nicht am selben Abend irgendwas machen, dann passt dann das. Dann passiert's nie. Nie. Aber auch so, ja? Wir nehmen uns mal fest vor, dass wir das Kabel noch irgendwie ordentlich verstecken. Wenn ihr Tipps dafür habt, unten in die Kommentare. Also vielen, vielen Dank nochmal für dieses mega coole UFO-Logo hier. Ohne Witz, das sieht so geil aus. Ja, vor allem wenn ihr Licht auch noch, Alter. Tipps mal. Also, jetzt wirklich Spaß beiseite, das ist heftig. Der Leon hat gerade noch eine gute Idee gehabt. Eine Zeitschaltuhr wäre halt mega, weil dann könnte man die hier unten einstecken. Das ist sowas, wie ihr sie auch beim Aquarium habt, müssen wir einfach mal fragen. Dass sozusagen immer, wenn es dunkel wird, dass hier das Licht angeht. Das wäre schon fett. Wie viel so ein kleiner Leuchtchip hier einfach ausmacht. So habe ich mir das UFO, bevor wir eingezogen sind, immer vorgestellt. Dass hier sowas überall im ganzen Flur hängt. Stell euch das mal vor, wenn ihr ja, überall so lila. Das wird auch wirklich so ein UFO-Feeling ja, geben dann, ne? Eigentlich hat es wirklich geil. Also ich habe ganz ehrlich, ich muss ehrlich sein, ich habe das UFO ein bisschen aufgegeben gehabt, dass es hier nochmal irgendwie geil wird. Ja, guck, er wird gelacht, aber es ist ja logisch, das oder? Das wäre echt geil, wenn ihr überall so diese LED-Stripes ja, hättet. Ja, das stimmt. Stell dir das mal vor, wenn du einfach also überall so eine LED-Stripes hättest, die so lila leuchten. Ja. Das ist tatsächlich, als wir eingezogen sind hier, haben wir alle so viele Pläne gehabt, wollten hier so viel machen. Es ist sehr wenig passiert. Aber jetzt, nachdem das da leuchtet, habe ich nochmal neue Energie auf jeden Fall gefasst. Es wird hier gerade ziemlich dunkel, Leute. Ihr seht wahrscheinlich nicht mehr viel. Aber ich verspreche euch, hier wird noch ein bisschen mehr passieren als nur das hier. Wir machen hier nochmal ein paar fette Sachen hin. Richtig cool geworden. Wie findet ihr? Schreibt es unten mal rein in die Kommentare. Vielen Dank an Philipp, der heute hier mal spontan ein bisschen gefilmt hat, ne? Gerne, kein Problem. Schaut auf jeden Fall auch auf seinem Kanal vorbei, er macht jetzt gerade auch jeden Tag einen Vlog. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Vlog. Mach's gut und tschüss! Alter Leute, neue Funktion am Eneck. Party! Oh, jetzt geht's noch hin! Ja, wieder da! Leute, ich habe euch alle im Griff hier.